Guti, weiter geht's. Also hier, das wäre eigentlich ein gutes Versteck für eine Katastrophe. Also jetzt nicht in den großen Räumen hier, sondern eher in den ganz kleinen Dingern, wo man halt nicht so reinguckt, so wie hier unten. Wenn man sich da unten hinlegt und das alles noch ein bisschen zutarnt, wer will da einen finden? Richtig cool. Oh, hier ist eingezäunt, genau, hatten wir eben gesehen. Das geht da wohl ein bisschen tiefer runter. Und da ist wieder das nächste Mega-Monster-Ding. So ein bisschen in Schräglage geraten. Cool. Oh, ja. Hier auf dem Dach ist eine Vorrichtung. Sieht aus wie so ein Flakturm. Vielleicht können wir da ja mal reingucken. Aber da komme ich nicht rüber. Müssten wir einen Baumstamm nehmen. Zudem ist das noch sehr rutschig. Interessant. Vielleicht kommen wir hier rein. Ah! Ganze Seite ist auf. So, ja, guck mal. Da brauche ich gar nicht raufspringen. Da muss man echt aufpassen, wo man hintretet. Oh. Schauen wir einfach mal, was in dem Loch ist. Oh. Ich wollte gerade sagen, Toilettenpapier. Kannst du mal reinpacken. Warte mal, ist das eine Toilette? Aber für eine Toilette sind diese Befestigungen hier ein bisschen zu hardcore. Man sollte echt immer testen, ob das hält. Oh. Wahrscheinlich das Gefälligste, was ich dieses Jahr erst getan habe. Jetzt gehen wir mal rein und machen was zu essen. Achso, das ist wohl nicht so angebracht. Im Hintergrund sieht man ein männliches Geschlechtsteil. Aber ich werde mich bemühen, nicht darauf zu kommentieren. bevor ich mich jetzt hier lang mache, wollte ich noch mal testen, ob das hier radioaktiv wahrscheinlich verseucht ist. Wahrscheinlich nicht, 100%, aber keine Angst vor. Weißt du, wie ich das herausfinde? Ich habe da mal was mitgebracht. Hast du ein Gerät mitgenommen? Ich habe ein Gerät mit. So, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das zeige ich draußen noch mal gleich. Tolles Gerät, ein Dosismesser. Das klippt man sich ganz einfach hier an der Hose. Und dann piept er irgendwann. Also das kann man so einschalten, dass er dann bei bestimmten Werten piept. Dann läuft man so nicht Gefahr, dass man zu sehr verstrahlt wird. Du, Christian, du weißt ja auch nicht, was die hier gelagert haben. Das weiß man eben nicht. Ja, wie gesagt, mein Kollege, der verwendet auch mal Gas vorab. Ich bleib bei den altmodischen Geräten mit Feuer machen können. Hast du auch noch einen Deckel dabei? Nee. Wenn du einen Deckel hast, geht's schneller. Ich weiß, aber... Also, ich benutze hier Gaskocher und er benutzt diese alten Bundeswehr S-Bits. Und ja, war jetzt so ein kleiner Vergleich, wer schneller ist. Aber er nimmt sich halt nicht so viel. Meins blubbert halt ein bisschen mehr. Problem ist bei mir, ich muss ihn halt immer nachlegen, ne? Genau, du musst nachlegen und du musst warten, bis es aus ist. Ich kann meins jederzeit regulieren. Aber, Nachteil bei mir, Platz, ne? Ich brauche für meinen mehr Platz als du für deinen. Scheiße. Jo, dann hau mal rein. Du Scheiße, guck jetzt mal, das kocht über. Ja. Da musst du aufpassen. Ja, das kann ich jetzt nicht hier kontrollieren. Da muss ich jetzt durch. Ja, stimmt. Das ist der große Nachteil von den S-Bits. Ja. Doch, du kannst es runternehmen. Willst du einen Handschuh haben? Die Jule, die sind noch gar nicht durch hier. Nee, nee. Das ist das Problem. Aber du kannst es mal ein bisschen runternehmen, wieder raufstellen. Weißt du? Runternehmen, rauf, runternehmen, rauf. Ist ein bisschen mehr Arbeit als bei mir. Nächstes Mal müssen wir mal einen Metalldetektor mitnehmen. Also ich glaube schon, dass du hier was findest. Das Gerät piept. Das ist auf jeden Fall sogar. Das wird durchgehend leuchten, weil du hast hier doch überall die Metallstäbe drin. Erst Brietwürfel, ja. So Leute, hier wurde wieder aufgeräumt und wir genießen jetzt unseren Kaffee und wir sind gespannt, was wir noch solle finden. So, das wollte ich euch nochmal hier vorstellen. Also wie ihr erkennen könnt, BLIT ist die Marke. Das ist ein Dosismesser und der zeigt halt an, ob wir uns im verstrahlten Gebiet aufhalten oder nicht. Ja. Also, wir sind ja gerade hier bei dem Bunker. Und erst haben wir gedacht, das wäre ein Pilz, aber... Sehr komischer Pilz. Wenn wir mal näher rangehen, so, der eine oder andere erkennt es, hier hat jemand Spaß gehabt. Leck mal ab, Christian. Also, die Orte kann man auch für andere Sachen benutzen, alles klar.
Also es ist kein Pilz, es vibriert. Und ja, ich würde sagen, ich lasse es mal bei dem Thema. Und es ist auch kein Knochen? Es ist kein Knochen. Wir gehen einfach mal weiter und schauen, was wir noch so interessante Sachen finden. Hallo? Nicht gegentreten? Könnte eine Bombe sein. Ja, so wie das eine Mal, ne? Auf der Baustelle. Heiko war auf einer Baustelle? In Hamburg und da kam bei mir ein Mitarbeiter an von Firma Piep 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 und der meinte, komm mit, ich muss was zeigen. Dann sind wir da hingelaufen, er blieb am Baggerarm stehen, dann hat er gesagt, guck mal, was ist das da auf dem Sandhaufen? Ich bin hingegangen, habe mich da so rüber gebeugt, geguckt, guck ihn an und sage, ja Mensch, das riecht ja stark so, das riecht chemisch so, ne? Er hat das dann auch bejaht und was mache ich denn? Dreht er vorne dagegen und dann fing er sofort an zu qualmen eben halt. Da haben wir festgestellt, das war eine Brandbombe. Tja, also Heiko, wenn wir auch hier unterwegs sind bei den ganzen Bunkeranlagen, ich trete schon irgendwo gegen, keine Angst. Nicht einfach irgendwo gegentreten. Und wenn, dann bitte nicht in meiner Nähe. Alte Laterne? Oder was ist das? Könnte sein. Würde ich jetzt behaupten. Ja. Ja, Kabel drinne. Ja. Eine alte Laterne. Ja, wenn ihr die ganzen Fotos sehen wollt, die Heiko gemacht hat, dann folgt ihr noch einfach auf Instagram. Da könnt ihr hier nochmal die ganzen Bilder nach und nach sehen. Das hier ist wohl eher einsturzgefährdet. Hier muss man echt aufpassen, weil hier hängen diese Brocken lose. Das sieht schon stabiler hier aus. Und? Ja, auf jeden Fall, ja. Ist da irgendwas in der Ecke? Nö, nichts Interessantes hier. Könnte mal eine neue Wohnung werden. Ja, also viele sagen immer, ha, du bist so klein, aber ich muss sagen, wenn man klein ist, hat man es viel leichter in dem Lost Place. Von daher ist Kleinsein gar nicht so negativ. Gut für Lost Place. Das sieht ja richtig gut aus hier. Guck mal, der ist ja viel interessanter. Das sieht aus wie ein Schützenturm. MG-Stellung, wa? MG-Stellung, ne? Würde ich behaupten. Ja, ich würde sagen, dann klettern wieder hoch. Schau mal da rein. Klettern ist immer so ein Ding, wenn man vollgepackt ist mit dem Rucksack. Aber hey, es wachsen hier ja schon Bäumchen drauf. Daher kann man sich hier gut festhalten. So, dann schauen wir einfach mal rein. Oh ja. Das sieht aus wie so eine alte Stellung. Ich frage mich, ob das gewesen ist hier. Und so reingehen? Ja. Alter Schwede. Kannst du sehen, was da unten drin ist? Brauchst du Licht? Willst du mal die Taschenlampe hier verwenden? Doppelklick drauf. Turbo-Modus. Mach mal mit der Taschenlampe. Oh ja, das sieht man. Das ist... Ja. Ist aber nichts. Ja. Sieht eher aus wie eine MG-Stellung, wo sie dann halt die Munition oder so nach oben befördert haben. Das kann es auch haben, ja. Damit schneller geht, weil so ein paar Paletten MG-Munition ist schon schwer. Wer weiß, was hier noch alles unter ist. Vielleicht haben sie auch die ganzen Kram hier untergeschmissen und haben es gesprengt. Tja, nichts Verstrahltes drin, alles gut. Also für dieses Gelände habe ich meinen Rucksack doch zu voll gepackt. Den haben sie noch mal einigermaßen verschont hier, ne? Das ist die Frage, oder haben sie es nicht besser hinbekommen, den wegzuspringen? Ich geh mal die Stallmatten an hier. Hier. Da. Wahnsinn. Ach du Scheiße.